Hallo und herzlich willkommen zurück zu Splinter Cell Conviction. Jetzt sind wir wieder hier, nicht da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, weil das Speichersystem total am Mist ist. Ab und zu zumindest. Was suchen wir, Hitler? Was erzählst du da? Alles klar, Leute? Er ist allein! Auf dem Weg! Wow. Fuck. Vorrücken, los! Komm raus, du Arsch! Komm, suchen wir das Arschloch! Fuck. Oh, kaum geht die Aufnahme los, habe ich schon wieder Mist gebaut, und zwar richtigen Mist. Mist! Oh, Scheiße! Glaube ich, das ist Fischer! Schießt! Legen wir los! Los! Waffe fallen lassen, hey, ergib dich! Los! Er ist da drüben! Ja, danke fürs Stehenbleiben übrigens. Gegenseitig sichern! Los! Willst du dich ewig verstecken? Der hat sich ja hier super angeboten. Ich komme! Einer flieht von unserem Stützpunkt! Wollen doch mal sehen, was du kannst! Fuck! Habe ich das schon erwähnt? Oh. Grim, Scheiße. Hab mich um die Schlüssel gekümmert. Ja, du hast dich um die Schlüssel gekümmert. Bringen wir dich raus. Mein Auto steht vor dem Tor. Die Autos, die dir folgen, könnten alle dahinter. Das ist kein Zufall. Zerstöre das Sicherheitssystem und sie sitzen hier fest. Gute Idee. Zum Glück habe ich nicht fester gehauen. Sie haben die Erlaubnis, das Feuer zu eröffnen. Er fängt an, Spielchen mit uns zu spielen. Schade, dass wir beim ersten Mal daneben geschossen haben. Komm raus! Schön vorsichtig, Leute! Anscheinend gefällt es Fischer auf unserem Flugplatz. Ja, es ist sehr schön hier, super eingerichtet. Obwohl nicht ganz so super eingerichtet. Ich würde euch einen neuen Innenarchitekten empfehlen. Bleibt wachsam, Leute. Ich glaube, er ist uns entwischt, aber vielleicht kommt er später ja nochmal lang. Komm schon! Zeig uns deine blöde Achtung, Fresse! Der Gefangene verfügt über Kampferfahrung. Er ist bewaffnet und äußerst gefährlich. Der kommt schon. Mist! Nochmal danke fürs hier langlaufen. Du glaubst doch nicht, dass du dich ewig vor mir verstecken kannst! Doch. Das glaube ich sehr wohl, dass ich mich ewig vor dir verstecken kann. So helle seid ihr ja nur auch nicht. Ja, Mann ausgefallen, ich hab gedacht, Lampe ausgefallen. Bist du eine Ratte auf der Mülldeponie? Wo ist er hin? Der Kerl ist wie ein Geist. Hier lang. Versteck dich ruhig. Wenn ich dich finde, bist du erledigt. Ich sehe ihn. So, jetzt bist du erledigt. So, den nehmen wir jetzt mit. Ich wusste gar nicht, dass wir den... Das ist ein Flugplatz, kein Spielplatz. Habe ich das schon mal gesagt? Das ist kein Spiel, wenn du Menschen sterben. Der einzige taffe Dreckskerl, Fischer. So. Jetzt müssen wir uns wieder verstecken. Jetzt haben wir kein menschliches Schild mehr. Sie verloren! Ich brauche dringend Verstärkung! Halt durch, bin gleich da. Suchst du ein Flugzeug, Fischer? Komm her! Nee, ich suche kein Flugzeug. Ich suche euch! Wofür halte ich mich? Ich habe kein Wort verstanden. Ich kann dich flennen hören. Ich kann Fischer nicht flennen hören. Wahrscheinlich wird's von deinem Flennen übertönt. Ja, wo sind die denn? Ist vielleicht abgehauen. Das wohl kaum. Ey, ich heiße nicht Arschloch, sondern Fischer. Merkt ihr das? War die Dame nicht nett zu dir, Finn?
So. Ich weiß nicht. Sam, schlechte Neuigkeiten. Sarah geht's gut, aber ich muss euer Telefonat verschieben. Lass die Spielchen und ruf mich erst wieder an, wenn du meine Tochter am Apparat hast. Okay. Also wir dürfen jetzt noch nicht mit Sarah sprechen. Das ist sehr schade. Ich weiß nicht mehr genau, wann wir das dürfen. Das ist er, da drüben! Au! Willst du fliehen? Mitschnappen wir uns, den Schweinehund! Ich erinnere mich. Verdammt. Wir haben ihn. Vorstoßen. Verdammte Scheiße. Bewegung, ihr Penner! Fischer, komm, ich hab die Idee abzuhauen! Komm, zeig mir, was du drauf hast! Diesmal machen wir keine Gefangenen, Fischer! Das ist er! So. Das war doch mal. Was war's, Penner? Zeig mir, was du drauf hast! Na komm, zeig mir, was du drauf hast! Einfach jämmerlich, Fisch! Verreck endlich! Blendgranate! So ein Feigling! Da drüben! Wir machen dich fertig, Fischer! Fuck! Warum wollte der nicht rennen? Warum wollte Fischer jetzt nicht rennen? Das Sam, schlechte Neuigkeiten. Sarah geht's gut, aber ich muss euer Telefonat verschieben. Na, Evan, müssen wir jetzt nicht ganz von vorne anfangen. Wieder an, wenn du meine Tochter am Apparat hast. Torsicherheitssystem zerstören. Okay. Machen wir erstmal hier wieder die Lichter aus. Den Horst Lichter machen wir aus. So. Beruhigt, bleibt in Bereitschaft und meldet alle ungewöhnlichen Vorgänge. Ich halte hier Wache. Ganz wachsam, da kriegen wir ihn. Ich bleib hier. Okay. Nehme ich euch beide halt, der andere ist zu weit weg gewesen. Oh mein Gott, du da bist. Oh Scheiße. So, wir markieren erstmal alle. Um zu sehen, wo jeder ist. Alles okay, gehen wir zum nächsten Abschnitt. So ein Dreck. Ach du Können wir jetzt leider nicht ausschalten. Ich finde den Weg, der das war. Das schwöre ich, Kunde. Von jeder aus der Deckung, ey. Der Flugplatz ist zu klein dafür. Ich warte hier, kommt der ja vorbei. Ja, ich komm vorbei. Sei nicht feige, komm endlich raus. Ich bin nicht feige, komm du raus. Ich bleib hier und passe auf. Hey! Ich weiß, dass du hier erledigt! Fischer! Ich komm dich jetzt holen, Mann! Gib auf, Arschloch! Du bist erledigt! Komm schon, sei ein Mann! Da ist er! Ich seh ihn! Da gehen wir auf keinen Fall rein! So, den jetzt aber. Endlich können wir wieder ausschalten, aber ist, glaube ich, nur noch der eine da. Ja, sicher, Arschloch. Wir sind doch nicht so bescheuert und geht. Braucht ihr auch gar nicht. Nein, mich kriegt niemand da rein. Wer ruft denn da überhaupt? Ich weiß gar nicht, wer du bist. Und ich erschieße grundsätzlich nur Leute, die ich kenne. Auf keinen Fall rein. Ach, gesperrt. Die könnten mal aufbrechen, aber wir sind ja zum Fischer, deswegen machen wir das nicht. Hältst du mich für bescheuert? Ich gehe da nicht rein. Brauchst doch gar nicht, du bist ja schon drin. Jetzt gehe ich da rein. So, Leertaste unterbrechen, die Torsteuerung unterbrechen, zerstören, besser gesagt. So, jetzt werden die Teile da hochgefahren, das heißt, die können uns nicht hinterher fahren. Und wir nehmen einfach diese Tür hier und steigen ins Auto. Beziehungsweise rennen zum Auto und fahren dann weg. Wow. Das war mal ein cooler Move. Sam Fischer. Bam. Ja, der Teil... Security, Victor Costa am Apparat. Vic, hier Sam. Ich bin in der Stadt und könnte Hilfe gebrauchen.
Wenn du Hilfe brauchst, sollten wir das nicht am Telefon besprechen. Mann, was zum Teufel ist denn da bei dir los? Wusste, dass du das erkennst. Erinnert dich das an etwas? Ja. Irak. Flashback. Wie geht's deiner Kleinen? Mir geht's gut. Hatte ein Bild von ihr in der Post. Ich glaube, ihre Mutter hat ihr dabei geholfen. Klasse. Meine Kinder malen mir nicht. Die schreiben nicht mal. Highway of Death. Die Vanilla, Irak. Lach dir nur. 24 Jahre zuvor. Suchst du einen Kindergarten? Naja, ich habe gehört, dass die in Kindergärten Aufnahmeprüfungen haben, Sam. Ob Vic das schafft? Verdammt, wir werden angegriffen. Die Irak-Hexe rekrutieren unsere Kumpels. Sam vertraute mir. Hauptsächlich aus dem Grund, weil wir beide am Golf eine Menge durchgemacht haben. Nachdem Third Echelon diese komische Nummer mit ihm abgezogen hatte, rief er mich an. Er brauchte jemanden, der ihm den Rücken frei halten konnte. Schießen Sie Lichter aus, um Schatten zu schaffen. Ja, da wird einer von unseren Leuten jetzt weggeschleift. Das war wahrscheinlich Vic, denn der erzählt hier die Geschichte. Ich weiß natürlich, dass wirklich Vic war, weil ich das schon gespielt habe, aber... ja, Vic erzählt hier die Geschichte und deswegen muss er sein, der hier weggeschleift wurde von den irakischen Soldaten. Okay. Oh, wir haben... auf ihre Evakuierung zu warten. Verstanden? Du kannst mich mal. Ich hole Vic da raus. Wir holen unseren Kumpel da raus. Egal. Was es kostet. Kling! Kling! So, mehr Plingen brauchen wir gar nicht. Denn da hinten geht es erst weiter, beziehungsweise auf dem Weg laufen uns bestimmt noch mehr Soldaten über den Weg oder über die Leber oder... Ach stimmt, mit mittlerer Maus, das kann man ja zoomen. Ich versuche das die ganze Zeit mit der... So, eine blutige Angelegenheit. So, haben wir das Auto noch mal neu lackiert? So, Kopf hoch. Kopf runter. So. Ich sag dauernd so, aber das ist irgendwie... Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Let's Player-Krankheit, dass man so dazu neigt, so zu sagen. Das habe ich schon bei so vielen verschiedenen Leuten gesehen. Und bei mir selbst natürlich auch. Haben wir daneben geschossen. Ich wollte die eigentlich alle in so einem Sweep, sag ich mal, umnieten. Hat nicht so ganz geklappt. Wir haben anscheinend auch unendlich Munition jetzt. Aber uns jetzt in einem Flashback auch noch um Munition kümmern zu müssen, wäre auch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, warum das komisch wäre, aber ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Wir können jetzt die AK nehmen. Oder wir können die AK nehmen. Hä? Ich weiß nicht, ob die alle so ein Fernrohr drauf haben. Also ein Sight.
so ein Dings da zum Zielen. Naja, wisst schon, was ich meine. Aber vielleicht haben die anderen ja auch keins. Oder wir schrauben da immer eins drauf, wenn wir eine neue Waffe nehmen. Wow. Ja, wir schießen auf die und schießen natürlich auch prompt daneben. Oh, da fliegen so Brocken von den Barrikaden ab, das ist ja cool. Wir können doch nicht von Deckung zu Deckung sprinten. Ups, hätten wir aber besser tun sollen. Nein, wir sind jetzt wieder zurückgesetzt worden, ist ja klar. So. Ach, das... So, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt vorrücken. So, den haben wir erwischt. Und rücken direkt zur nächsten Deckung vor. Ah, wir regenerieren uns auch ein bisschen, das ist ganz gut. Wow. Okay. Ich weiß nicht, was das bringt. Wahrscheinlich bringt es gar nichts. Wir müssen trotzdem nachladen, aber wir haben unendlich Munition. Warum müssen wir denn überhaupt nachladen? Okay. Okay, nachgeladen haben wir jetzt. AKS 74U. Ich glaube, wir nehmen die mal kurz. Einfach weil die cooler aussieht und wahrscheinlich nicht so gut ist. Wow. Und weil sie anders klingt. Damit wir wissen, wenn uns jemand erschießt und wenn wir jemanden erschießen. Damit wir das unterscheiden können. Ach hier, 112 Meter. Da wird wahrscheinlich Victor fertig gehalten. Festgehalten, meine ich. Ach, wieder mittlere Maus, dass ich vergesse das. Ach, das hat gar kein Fernsichtgerät. Dings da, Bums da. Damit treffen wir auch nicht mehr. Fällt euch das auf? Wie die Kugeln da einfach sonst wohin fliegen, aber nicht dahin, wohin wir zielen. Haya, haya. Fuck,
Fuck. Ich will gar nicht wissen, wo wir jetzt wieder anfangen müssen. Gnrr. Ach, Mann. Ja, okay, man muss mir das Sterben vergeben. Wir sind hier im Krieg und nicht mehr der unbesiegbare Commander Shepard, wollte ich schon sagen. Sam. Ah, der hat seine Granate fallen lassen, als er gestorben ist. Er hat auch nicht viel Glück mit seiner Granate. Er wollte gar keine Granate schmeißen. Er hätte nicht viel Glück damit gehabt. Au, au, au. Aua. Ich schneide davon sowieso was raus. Oh Mann. Ich werde natürlich nicht rausschneiden, wie ich sterbe. Ich werde nur rausschneiden, wie ich es immer wieder versuche. Nicht zu sterben. Das hat uns auch nicht viel Glück gebracht. Okay, wir sehen uns einfach wieder, wenn ich da durchgekommen bin. Das hat doch so überhaupt keinen Sinn.